Ja, ist schon wirklich, wirklich Pech mit so einer Karre. Aber das passende Video sehen wir dann gleich dazu, wie es eigentlich dazu kam. Aber wir haben hier erstmal den Free Guy und damit willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Akatoto, beim Clan Spätzle mit Soße im Spiel Clash of Clans und einer weiteren Folge Let's Play This Game. Also, so ein kleines Lebenszeichen wollte ich natürlich auch nach diesem wirklich schönen, schönen Wochenende von mir geben. Und ich nehme ruhig mal ein bisschen später auf. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Bin da mal ganz entspannt. Ich habe aber gedacht, das eine oder andere kann ich euch dann doch nicht vorenthalten, denn es rutscht da irgendwann aus der Chronik raus oder ich denke einfach nicht mehr dran, etwas zu zeigen. Musste jetzt, habe auch so ein paar Sachen vom Mobilteil mal aufgenommen, also am Handy aufgenommen, einfach mal nachvertont. Das mache ich immer dann, wenn ich weiß, jemand teilt mir irgendwas und nach circa 100 geschriebenen Chats ist das ganze Ding ja raus. Deswegen nehme ich dann einfach auf und vertone das Ganze dann ein bisschen nach. Dann bleibt es in jedem Fall erhalten. Das ist ja Sinn und Zweck, sag ich mal, solcher Folgen, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Aber er hat hier richtig, mal richtig, richtig Glück. Also schönes Ding hier in Meister 1 vor allen Dingen. Meister 1, da gibt es ja noch einen netten Bonus drauf. Und ich will mich nicht ganz aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dies ist in jedem Fall ein 2-Millionen-Fight gewesen. Also 1 Million Elex, 1 Million Gold mit dem Bonus drauf. Und richtig dickes Ding hier. Schön auch das Dunkle. Okay, das hätte ein bisschen mehr sein können. Aber ich glaube, das werden auch weit über 4000 werden. Also geiles Teil hier, Frigi. Frigi, Frigai. Ich denke, gefundenes Fressen hier der Lot. Aber wir haben auch noch ein paar andere Kämpfe, die ich euch nicht vorenthalten möchte aus unserem letzten Klankrieg. Und wir fangen heute mal mit dem Stefan 2.0 ein Rathaus 8 auf ein Rathaus 9. Also einfach mal so ein bisschen nach oben hin gedippt, sage ich mal. Und der Verteidiger ist allerdings, ich denke mal von der Größe her, ist das noch ein Rathaus. Ich weiß nicht, ob schon. Doch, er wird, glaube ich, alle Mauern haben. Ist so eine typische Farmbase eigentlich. Und das, was der Gegner allerdings hat, er hat eine Queen, aber trotzdem als Rathaus 8er, denke ich mal, mit einer 9er Queen musst du da jetzt nicht so wirklich Angst vor haben, dass du nur an der Queen hier scheiterst und er kommt hier erstmal mit dem Killsquad voraus, also mit Golem und was hat er dabei? Ein paar Magier. Im Finish dann die Hogrider, King mit raus, Bola mit raus aus der Clanburg. Eigentlich immer eine gute Wahl, denke ich mal, für einen Rathaus 8er, denn die gehen schon mal ganz nett zur Sache, die Bola, auf Level 4 mittlerweile ja. Und ihr seht das auch jetzt, die Queen ballert jetzt zwar auf den Golem, aber der Bola entledigt sich der Queen und er wartet jetzt richtig, richtig lange, vor allen Dingen mit den Hogs. Ein bisschen. Er hat den King noch gar nicht rausgezogen. Ich bin ja mal gespannt, wann er den King zieht. Ich nehme mal an, unten um den gegnerischen King irgendwie zu machen. Jawohl, da kommt er raus. Und jetzt kommt er mit den Hogs. Das sieht so ein bisschen aus, so, ha, Herr Jene, ein Tesla. Ist, denke ich mal, aber nicht so schlimm. Die vierer Hogs müssen hier jetzt durch dieses Gewühle hier erstmal durch. Also schon durchaus eine Rathaus 9er Base, allerdings ohne X-Bogen. Aber die Teslas schon mal auf Rathaus 9 Niveau, also noch so ein kleiner Engie hier. Auch damit ist er dann im nächsten Rathaus-Level für den Kollegen Admiral von dem Clan, wie hießen sie? Turkish Soldiers ist damit dann auch vorbei. Also er wird sie ja bauen müssen. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, man sieht es immer häufiger jetzt. Rathaus 11er mit 1er Infernos, die halt jetzt nachbauen müssten, wenn sie denn auf 12 gehen möchten. Und sieht man immer sehr, sehr häufiger Adler auf 1. Und dann kann es natürlich auch auf 12 gehen, gar keine Frage. Aber schönes Ding hier, 8 auf Rathaus 9. Und fand ich eigentlich mal sehenswert. Hier sehen wir dann auch, oh schade, da unten hat es nochmal das Cleanup jetzt erwischt. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Vor allen Dingen steht da noch eine Hütte. Aber die Hogrider hier machen natürlich jetzt richtig nettes Cleanup hier. Und mit der Masse knüppeln die hier natürlich die Lage auch relativ schnell runter. Die beiden Mini-Golems helfen da auch noch so ein bisschen. Aber nur noch die Bauhütte, die hat er nicht vergessen. Super Angriff hier, denke ich mal, 8 auf Rathaus 9. So, wen hatte ich mir hier rausgeguckt? Klaus, Klaus die Maus. Erinnert mich das immer so ein bisschen an so ein Kinderlied. Aber der Klaus hier mit typischer Bola-Hexenkombi und mit der
Karre, die hier nicht festhängt. Also der Golem da ist natürlich ein bisschen verloren, denn der geht jetzt ja doch rein, also doch ganz gut eigentlich gemacht. Karre geht voraus, Golem dahinter, also die Tanks sind auf jeden Fall schon mal an der Front und bahnen sich ihren Weg Richtung Rathaus natürlich, denn wir wissen ja jetzt alle, die Karre geht immer zum Rathaus. Und es kommt auch immer wieder die Frage, nicht nur hier im Clan, sondern auch von euch teilweise, was macht die Karre eigentlich, wenn das Rathaus jetzt schon weg ist? Die Karre geht trotzdem dahin, wo das Rathaus mal gestanden hat. Also auch das wissen wir mittlerweile. Das heißt also, wenn meine Truppen das Rathaus vorher schon schaffen und meine Karre ist noch auf dem Weg, dann geht die Karre trotzdem den Weg zum Rathaus und geht dann dort auf. Es sei denn, man holt seine Truppen vorher raus, weil man schon sieht, oh, Rathaus ist schon weg, dann brauche ich auch die Karre ja nicht noch weiterfahren, weil die wird dann keine Mauer mehr durchbrechen, sondern sie wird dann einfach anhalten. Aber ich denke mal, hier 10 auf 10 ist immer wieder eine spannende Geschichte, denn nach wie vor ist das so ein bisschen so immer ganz, ganz stark auf Augenhöhe, je nachdem wie stark oder wie schwach dann so eine Base ist, ist gerade Rathaus 10 auf Rathaus 10, finde ich nach wie vor immer sehr, sehr sportlich. Also 2 Sterne sind eigentlich in der Regel drin. Aber ein 3 Sterner ist dann schon nicht an der Tagesordnung. Und so wie ich das aber sehe, ist das noch ein gerade so ein relativ, ich will nicht sagen frisches Rathaus 10, aber der Bogenschützenturm hier, der zusätzliche, ist noch nicht ganz so weit ausgebaut. Und hat er ja aber, denke ich, mal gut gemacht, der Klaus. Also 9 auf Nummer 10. Ich denke mal, schöne, nette 3 Sterne im Rathaus 10er Bereich. So ein bisschen habe ich jetzt vorgespult, nämlich auf unseren Chef, also auf den DOG, von Clan Spätzle mit Soße auf den Admiral. Okay, es gab ja also viele Admiräle in dem gegnerischen Clan und mal sehen, wie er das hier gelöst hat. Also ich habe auch etwas länger auf diese Base geschaut, muss ich sagen, was man da eigentlich machen kann, und er hat sich hier für einen, ja, ein bisschen näher für euch rein, für einen Queenwalk vorab entschieden mit 46er Queen, 30er King, da muss man noch ein bisschen was tun. Den King, denke ich mal, auf Rathaus 10 nicht wirklich weiter gelevelt, sondern dann auf 11 erstmal Queen hoch und den Warden hoch, 3er Bowler und 3er Hexen dazu, ein paar Riesen mit dem Gepäck und natürlich die Turboramme. Turboramme ist auch gut. Ich hab jetzt schon mehrere Begriffe wieder für die Karre hier gehört. Und teilweise ganz witzig, teilweise aber auch ganz, ganz skurril, wie man sie denn immer nennen möchte. Sie hat ja auf einem gewissen Level auch so eine Art Widderkopf vorne dran, habe ich gesehen. Beziehungsweise werden wir gleich nochmal sehen. Denn ihr könnt euch sicherlich erinnern an den Anfang dieses Videos. Auch den Teil zeige ich euch natürlich heute mal in dem Video. Auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen CK-lastig ist, aber ich hatte hier auch Sorge, wenn ich es euch jetzt nicht zeige, dann haben wir irgendwo eine Wartung dazwischen und ich habe die Wiederholung verloren. Das ist immer das Leid des YouTubers. Wer zu spät kommt, dem bestraft dann das Leben bzw. eine Supercell-Wartungspause. Aber die haben wir jetzt nicht gehabt. Die Clanspiele haben ja schon begonnen und wirklich schönes Event. Es gibt ja auch wieder schöne Rewards. Also ich freue mich da tierisch drauf, auch wieder ein paar Punkte zu machen. Vor allen Dingen laufen wieder 6 Tage, also Zeit ohne Ende. Ich denke mal, in den meisten Clans werden die Clanspiele mittlerweile auch, ich will nicht sagen, als notwendiges Übel dargestellt, sondern gerne hingenommen. Ein bisschen Abwechslung bringt das Ganze. Ich denke mal, wir werden auch wieder noch in der laufenden Woche ein Event haben, welches auch immer. Ich weiß es im Moment nicht, aber ich kann mir wieder vorstellen, dass es wieder etwas eine nette Truppenkombi gibt, die es dann ein bisschen billiger zu bauen gibt. Mal sehen, wie wir das machen. Aber der Doc hier hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hier, cooles Ding. 11 auf 11. Hat er gut gelöst, denke ich mal. Und ist auch super hier durch die Mitte gekommen. Außen hast du dann nicht mehr ganz so viel zu tun. Also, schönes Ding hier vom Doc. Und auch ich habe mal wieder zu einer relativ klassischen Kombi hier gegriffen, also ein paar Bowler, ein paar Hexen, was heißt ein paar, tatsächlich ein paar, nämlich 2 Stück, 2-mal die Päckerdame und ein paar Riesen dabei und typische Pushbase hier an. Der Anfang ist mir ein bisschen missglückt, hätte ich mal fast gesagt, denn meine Heiler hätte ich noch nicht gebraucht. Wir haben jetzt nämlich schon netten Beschuss gekriegt und damit, wo ich auch nicht mit gerechnet habe, ist, dass die Queen
so früh hier wieder reingeht oder überhaupt so früh reingeht. Jetzt habe ich hier oben erstmal einen Riesen gezockt, den wollte ich gar nicht da setzen, sondern ich wollte eigentlich links einsetzen, das seht ihr jetzt, nämlich um die Clanburg hier zu locken. Ja, und in der Clanburg waren zwei Drachen drin. Wir sind da wieder von weg von zwei Drachen in der Clanburg, denn die sind doch sehr, 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 sehr langsam und unter Gift machen sie dann extrem wenig Schaden. Also so eine richtige Bedrohung, sage ich mal, aus der Clanburg ist das nicht. Ich gehe jetzt schon mal hier unten rein, denn ich habe jetzt dann von hier unten, wir haben noch einen kleinen Fokus auf die Queen da oben, angefangen mit Bolern und ein bisschen mit den Hexen hier reinzukommen in die Base hier. Karre jetzt rein und Warden und dann den Rest, also die vielen Bowler auf Level 4 auf diese Rathaus 12er Base hier und hat einen, was hat er eigentlich? Ein Dreier. Das ist ein Dreier Rathaus gewesen. Ah, ne, ein Vierer Rathaus. Gegen einen Fünfer habe ich jetzt auch schon gekämpft. Ein Fünfer Rathaus ist echt ein Brocken, muss ich mal so sagen. Und das ist wirklich heftig verteidigt. Hätte ich nicht gedacht, dass der Tesla, der Giga-Tesla, so stark ist. Und trotzdem natürlich machbar. Ich habe mal zum Fries und zweimal Gift genutzt in diesem Kampf hier auch mal außergewöhnlich. Bisher habe ich immer nur einen Gift genommen, habe jetzt aber schon bei vielen mal gesehen, die einfach den Wut aus der Clanburg lassen und sich dann Fries und vielleicht noch ein Gift reinzupacken, ist sicherlich an der Stelle ja auch die gute Wahl gewesen, einfach nochmal in der Mitte die Queen so ein bisschen zu verlangsamen. Und die Clanburg dementsprechend nur mit einem Gift zu belegen, kann man so machen. Ich habe diesmal, glaube ich, die richtige Wahl gehabt. Und hatte hier dann am Ende richtig, richtig viele Truppen. Also hier unten noch die Päckerdame in der Mitte und außen mit den vielen Bowlern. Jetzt haben wir auch nur noch eine Kanone. Ich denke mal, auch das war ein netter Dreisterner mal von mir. 12 auf 12 ist ja auch nicht an der Tagesordnung. Ich bin da auch immer noch so ein bisschen schissig, was so gerade Angriffe 12 auf 12 angeht. Aber ich glaube, die Base hier, ja, die kennt jeder und die kannst du von allen Seiten eigentlich machen. Du musst nur ein bisschen aufpassen, wo die Queen hinlatscht. Und 1 auf 1 haben wir natürlich auch. Das ist der Master hier mit einem Hawkrider-Angriff auf das Rathaus. Was ist das für ein Rathaus? Das ist auch ein Rathaus auf Level 4 mit zwei Single Infernos hier. Erstmal die Clanburg gelockt da oben. Und dann geht das hier unten mit so einem kleinen Killsquad rein. Also mit ein paar Bowlern, ein paar Magiern, der Karre. Und dann wird auch hier die Clanburg, glaube ich, recht gut gegiftet. Ja, der Drache ist ganz gut im Gift da drin. Aber viel, viel wichtiger ist, dass der Loon stirbt. Der Loon muss einfach weg. Und die beiden Magier hier unten machen das jetzt aber. Und jetzt spammt er hier seine Hawks über eine Seite rein und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt von diesem goldenen Hammer, den die Hoxer haben. Wir gehen mal mit den Hoxer ein bisschen mit. Also Queen hinten dran, Warden hat, beziehungsweise die Aura des Wardens ist immer schön, so ein bisschen über so ein paar Hoxer, die kommen jetzt nicht ganz hinterher, die Hoxer, beziehungsweise Warden und die Queen muss jetzt schon so ein bisschen für seitliches Cleanup sorgen. Und jetzt haben wir noch drei Heilzauber. So ein bisschen hüppeln natürlich die Hawks immer nach außen. Das heißt also, sobald natürlich außen Gebäude steht, müssen die einmal raus aus der Base, müssen dann wieder rein in die Base und kriegen natürlich die ganze Zeit Beschuss. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation hier, vor allen Dingen mit der Doppelkanone, dem Flächenschaden. Aber noch ganz gut gelöst. Und jetzt sehen wir auch hier, dass auch das Vierer Rathaus verteidigt richtig nett. Also das ist nicht nur so Blitz, Blitz, Pick, Pick Schaden. Oh, schade da. Eine Falle und eine Riesenbombe. Okay, da haben wir schon mal keine Hawks mehr in der Mitte. Und er wirft, ja, eigentlich hat er seinen letzten Heil ein bisschen zu früh geworfen. Denn das war gerade noch eine Riesenbombe vom Turm. Und oh, jetzt hat es leider alle Hawks erwischt. Schade auch. Also unmöglich jetzt noch in die Mitte zu kommen, denn das Rathaus ist einfach zu fett verteidigt. Es verteidigt sich ja selber und da kommt keine Truppe mehr ran. Das ist einfach so. Finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Und hier sieht man das mal so ein bisschen in Perfektion, wie man so einen 99% Angriff machen kann. Klar ist das ein bisschen unglücklich, aber so ist das nun mal, wenn man im Clankrieg vielleicht den letzten Zauber, ja, der war ein bisschen nicht fehl, aber hat er dann selber gesagt, Mann, ich hätte mal den letzten Zauber mir aufbewahrt, denn er hätte sich natürlich denken können, dass da nochmal eine Bombe schlummert, aber wir haben den Clankrieg ganz nett gewonnen mit 57, 55, der Gegner war allerdings auch so sehr, sehr stark, also ein 3 auf Maste ist
machen die auch nicht jeden Tag. Meine Base wurde mit 74% belegt und wir sind eigentlich vom Warlock her leider auf einer Siegesserie von 3, denn wir haben den einen Clankrieg, könnt ihr euch sicherlich daran erinnern, nicht ganz kompensieren können. Also die 5 Rathäuser in dem Krieg von vor 6 Tagen, die haben wir einfach nicht kompensieren können. Also 5 Rathäuser, 12 gegen 2 Zwölfer auf unserer Seite. Ist aber nicht so schlimm. Und ich zeige euch jetzt noch den Kampf bzw. das Video von dem Anfang dieses Videos. Und das ist der gesamte Kampf, so wie sie ihn geteilt hat. Also den habe ich jetzt am Handy aufgenommen und da sehen wir, wie die Karre, wie sie einfach so rauskommt und einfach nichts tut. Aber da sehen wir so ein bisschen diesen Art Widderkopf und dann gucken wir mal, wie sie diese Base eigentlich noch gelöst hat. Was willst du da machen? Ich meine, irgendwann muss deine Clanburg da rausholen, denn die Karre geht jetzt einfach nicht mehr auf. Es ist einfach so. Und also das Beste rausgemacht, die Loons hier noch rausgeholt und mal sehen, wie sie diesen Angriff hier noch über die Bühne bringt mit Loons und Lakaien im Gepäck worden. Steht auch auf Luft, jawohl, der Mantel flattert schön und ich habe es noch ein bisschen für euch festhalten wollen. Schade eigentlich mit der Karre, die da einen Platten hat, aber ist sicherlich einigen schon passiert. Muss Supercell vielleicht noch dran arbeiten, denn ich glaube, die Karre wurde direkt auf so einen Kürbis abgesetzt und hing dann da irgendwie fest. Man könnte meinen, sie hing so ein bisschen im Kürbisfeld fest und hätte sie ihre Clanburg jetzt erst rausgeholt, wäre die in jedem Fall Richtung Rathaus geflogen, da das Rathaus sich ja selber verteidigt und jetzt auch schon in Verteidigung ist, das habt ihr gerade gesehen, von dem Lakaien, hätte man dann natürlich, hätte mal wieder die Loons einfach ein bisschen später schicken können und dann die Pokale zumindest für einen 2-Stern hier dann noch mitgenommen. Aber ich glaube, so war das hier zumindest ein 1-Sterner, also gewonnen mit ein paar Pokalen in der Legendenliga, schlägt sie sich im Moment rum beim Push-Clan und ich denke mal, trotzdem hat sie es hier ganz gut für sich lösen können. Ja, und bei mir hat sich auch ein bisschen was getan, also wir haben schon Clanspiele, ich nehme also wieder ein bisschen später für euch auf, ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe mittlerweile meinen ersten Inferno hier auf Level 6 gedrückt und wir haben jetzt einen Monat circa Rathaus 12, das heißt also am 11. Juni kam das Rathaus 12 ja raus und ich habe mir gedacht, jetzt nach einem Monat machst du mal deine zweite Baracke, also die zweite Kaserne geht hoch und bin jetzt ein bisschen eingeschränkt, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ihr habt ein bisschen was gesehen und ihr habt vor allen Dingen Lebenszeichen von mir. Bis dahin, euer Toto. Clasht.